Die drei Kepler-Gesetze, einfach erklärt. Johannes Kepler war sowohl Mathematiker als auch Astronom. Geboren wurde er im Südwesten von Deutschland. Schon früh haben ihn die Sterne und Planeten im Weltall fasziniert. Einer der Planeten war der Mars. Mit ihm hat sich Kepler viele Jahre beschäftigt und stand schließlich vor der Frage, wie berechnen sich die Umlaufbahnen der Planeten um die Sonne? Kepler versuchte zunächst, die Planetenbahn des Mars zu ergründen. Eine bahnbrechende Idee half ihm dabei, er stellte die Sonne ins Zentrum seiner Berechnungen. Und Planeten wie der Mars bewegen sich um die Sonne herum. Auf diese Weise fand der Weltraumforscher schließlich mathematische Modelle, die die Umlaufbewegung aller Planeten ziemlich genau beschreiben. Diese Formeln werden heute die Kepler-Gesetze genannt. Erstes Gesetz: Die Umlaufbahnen sehen nicht wie ein Kreis aus, sondern mehr oder minder wie ein Ei. Diese Form wird auch Ellipse genannt. Jeder Planet hat seine eigene Ellipse, in der er sich um die Sonne bewegt. Diese befindet sich jedoch nicht in der Mitte, sondern im Brennpunkt der Ellipse. Zweites Gesetz: Die Geschwindigkeit, mit der sich ein Planet in dieser eierförmigen Ellipse um die Sonne bewegt, variiert. Nähert er sich der Sonne im Brennpunkt, wird der Planet schneller. Bewegt er sich von der Sonne weg, verlangsamt sich der Planet auf seiner Umlaufbahn. Drittes Gesetz: Ein von der Sonne entfernter Planet braucht für seinen Umlauf länger als ein Planet in der Nähe der Sonne. Vereinfacht gesagt, die Umlaufzeit hängt von der Entfernung eines Planeten zur Sonne ab. Diese astronomischen Gesetze lassen sich auf viele Bereiche übertragen, etwa auf die Planeten in unserem Sonnensystem und auch auf die Umlaufbahnen von Satelliten oder der Internationalen Weltraumstation, kurz ISS. Sie alle bewegen sich um den Brennpunkt einer Umlaufbahn, die mehr oder weniger eiförmig aussieht. Das zweite Kepler-Gesetz gilt auch auf einer Achterbahn. Der Boden lässt sich mit der Sonne vergleichen. Fährt die Bahn nach oben, wird die Gondel mit den Fahrgästen langsamer. Oben angekommen, beschleunigt sie auf ihrem Weg nach unten und wird zunehmend schneller. Die Kepler-Gesetze erklären, warum die Gondel in einer Achterbahn schneller wird. Und sie erklären, wie sich die Planeten in unserem Sonnensystem auf ihrer Umlaufbahn bewegen. Auch Achterbahn und ISS sind sich mathematisch gar nicht so unähnlich.